jetzt oder wie? Also, wenn Sie das jetzt schon nicht verstehen, dann sehe ich aber ziemlich schwarz dann beim Rest der Prüfung. Sie sind der Chef, machen Sie, was Sie wollen, gerne. Gut, Sie sind entlassen, ne? Wollen Sie das hören oder nicht? Nein, ich mache es jetzt so, ich werde jetzt da hier einfach welche Leute herbestellen, also ja. Von hier aus. Und den Ersten, und der wird einfach jetzt eine Frage stellen. An wen? Immer an den, der mich blöd fragt. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich jetzt mal Zeit habe, diese Sendung zu sehen. Und ich habe gleich eine Frage, eine Sprachfrage. Herr Stermann, schauen Sie sich dieses Wort an. Paraskavedekatriaphobie. Was mag denn das bedeuten? Ja, das ist eine Art Phobie. Richtig, aber? Aber nichts aus, nur eine Phobie. Ja, klingt schlimmer, als richtig, es ist. Richtig, weil es ist die Angst vor Freitag, dem 13. Jetzt frage ich den Herrn Grissemann. Hexakosioi, Hexe, Konta, Hexaphobie. Was könnte denn das sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Antwort, aber keine gültige. Also bitte noch einmal, was ist es? Hexakosioi, Hexe. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es das ist nicht. Die Angst vor der Zahl 666. Sie haben also beide 0 Punkte. Ich gebe zurück zum Präsidenten. Nein, das war ein Scheißfall. Sie hat ja auch keine Absicht gewusst. Also insofern weiß ich auch nicht, wer sich das überlegt. Ne? Ja. Das hätten Sie auch Herr nicht gewusst, oder? Lieber Herr Fischer, geht's noch weiter, weil wir müssen auch langsam... Ja, natürlich geht's weiter. Nächstes Themengebiet Mathematik, da wir einen Spezialisten. Ja, herzlich willkommen, ich als Mathe-Magier habe eine gute Frage jetzt an Sie, und zwar folgendes. Wenn ich Shampoos saufe, dann ist es so... Ich mag ja, dass es perlt, dann bestelle ich mir immer ein halbertes Glas. Und dann bestelle ich mir noch ein erstes, noch ein zweites halbertes Glas. Und anschließend gehe ich einfach ohne zu zahlen und alles ist super sauber. Warum ist das so? Puh, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, das weiß ich nicht. Und wissen Sie, Herr Grissemann? Nein, ich weiß auch nicht. Naja, es ist ja ganz einfach. Also, ich bestelle mir zuerst ein halb leeres Glas und dann anschließend ein zweites halb leeres Glas und zwei halb leere Gläser sind ein komplett leeres Glas. Insofern muss ich ja nichts zahlen für das, was ich da nicht bestellt habe. Ja, das klingt clever. Das weiß ich, dass das clever klingt und so arbeite ich auch den ganzen Tag. In diesem Sinne, zurück zum Präsidenten. Wow, danke schön, das ist klasse, danke schön. Ja. Aber das sind wirklich, lieber Herr Präsident, lieber Herr Fischer, das sind aber wirklich gefinkelte Fragen. Was für Fragen sind das? Das sind wirklich gefinkelte Fragen. Also Sie stellen uns da ganz schön bloß. Ich habe ja viel Tagesfreizeit und kann mir solche Fragen ausdenken. Eine letzte habe ich noch aus dem englischen Bereich. Wenn Sie Lust haben, machen wir es. Ja. How do you do? Ne, das haben wir jetzt am Alaba gesagt und der hat dann gesagt, danke gut. Ne? Und die Leute haben dann gesagt, ich habe was falsch gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Der Alaba hat was falsch gemacht. Was hat der Alaba falsch gemacht? Bitte schön. Der hätte antworten müssen, yes. Auch falsch. Wissen Sie, Herr Grissemann? Nein, ich weiß es erneut nicht. Sie wissen ja überhaupt nichts. Das ist ja unglaublich, mit was für einer Qualifikation man da im ORF Moderator werden kann. Da könnten Sie genauso gut Landeshauptmann in Tirol werden, das sage ich Ihnen. Na, folgendes ist ganz einfach. Wenn man gefragt wird, how do you do, dann muss man antworten. Ebenfalls, how do you do, ne? Und wenn man gefragt wird, how are you, dann kann man sagen, danke gut oder fine thanks. Also der Alaba kann ja nicht einmal Englisch, das ist, kann man mir da nicht vorwerfen. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Präsidenten, mal letztes Mal, gell? Ja, Sie haben leider überhaupt nichts geschafft. Es tut mir sehr leid. Darf ich mir eine Frage am Rande erlauben, Herr Präsident? Ja, klar. Schauen Sie eigentlich die Fußball-Europameisterschaft im Fernsehen an? Sind Sie ein Fußballfan? Also, Fußballfan bin ich, ja, und ich schaue es mir auch an, aber nicht im Fernsehen. Ich lasse zu den Spielen das Staatsopernballett da hier antanzen und die spielen mir dann das ganze... Das Spiel 3D-geruchsfernsehenmäßig vor. Insofern, aber Herr Präsident, Fischer, ja, natürlich. Was? Sie als natürlich überzeugter Patriot haben es natürlich schwer, weil Österreich spielt ja nicht mit. Wem drücken Sie die Daumen? Ich drücke im Endeffekt niemanden die Daumen und allen gleichzeitig. Und das ist relativ kompliziert. Aber ich bin natürlich als Präsident erstens und auch vor allen Dingen zweitens immer einer, der die Nachbarn nicht exkludieren möchte, deshalb heute ich natürlich zu den Itakern, zu den Bifke und, zu den und so weiter und so fort. Ich empfehle mich, ich muss jetzt dringend aufs Dankeschön, Seite. Vielen Dank, Heinz Fischer. Vielen Dank, Peter Hörmann-Seder. Ein Drittel von Maschek. So, unsere Gäste in der 185. Ausgabe von Willkommen in Österreich könnten fantastischer nicht sein. Zu uns kommen Frankie Schinkels und Lou Lorenz. Und was diese beiden außergewöhnlichen Menschen eventuell miteinander verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger exklusiv für Sie herausgefunden.
Wenn Blicke töten könnten, wäre Lou Lorenz Tittelbacher in etwa ein ähnlicher Exportschlager wie die Glocks. Also jetzt nicht das Schlapfentrauma der 70er Jahre, sondern die mördergeile heimische Krachen. Frau Lorenz Tittelbacher kracht nämlich auch, aber eher innerlich, wenn sie wieder mal einen der furzharten Nüsse knacken will, die in der ZIP 2 erklären, dass alles leider eine Verschwörung der armen Wölfe und ihrer Helferlein gegen das mit viel Worten ausgeschmückte Schweigen der Unschutzlämmer ist, an der letztlich der KGB von Österreich, also der ORF, schuld ist. Weil wer sonst? In solchen Momenten wird das Gesicht unserer Moderatorin hart wie Kruppstahl in Stahlgewittern. Aber sie weiß, da muss man durch. Und wir auch, denn wir wissen, Lou Lorenz Tittelbacher, verheiratet mit dem Chefreporter des KGB, Tittelbacher, hat zum Glück auch ein anderes Leben, in dem sie sich als gratis werkende Anwältin von Tomaten und Gurken für deren Wachstumsrechte in der Ellbogengesellschaft ihres Gartens einsetzt. Wenn der Garten eine Diktatur preußisch akkurater Gräser ist, dann nennt man ihn Fußballrasen. Und wenn jemand die Vergangenheit des Rasens zur Basis seiner Zukunft am Parkett macht, dann nennen wir diesen Ex-Fußballer einen Neo-John Travolta oder noch einfacher Frankie Schintis, die nackteste Kanone, seit es phallische Männerbrüste gibt. Meine Damen und Herren, in Sachen Fußball kann ihm keiner was vormachen, aber der Mann, der jetzt zu uns kommt, ist auch ein brillanter Entertainer. Ich glaube, er wird im ORF der neue Armin Assinger. Und das völlig zu Recht. Hier ist der atemberaubende Frankie Schinkel. Bitte, nimm Platz. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Ein Wein, ein Wasser? Ein Wein. Wein? Um diese Zeit. Ja. Du bist eigentlich, ich hab mir dich größer vorgestellt. Du bist relativ klein. Oder? Ja, du hast mich noch nicht nackt gesehen. Aber stimmt es, dass du im ORF bei den Analysen auf einem Podest stehst? Grissmann steht auch. Na, Humphrey Bogart hat das auch gemacht. Ja, nein, viele große. Ja. Stimmt, ja. Ja? Aber du bist 1,68, nehme ich den Unterlagen? 1,70. Wie groß ist Messi? Messi ist kleiner. Das heißt, um ein guter Fußballer zu sein, muss man nicht groß sein heutzutage. Nein. Aber du wärst gern größer. Ja, eigentlich schon. Ein paar Zentimeter schon. Ja. Du warst in deiner aktiven Karriere auch nicht sehr zimperlich. Du hast relativ viele harte Fouls begangen, stimmt das? Ja, ich habe auch meine Jugend nicht immer zu 100% rein verbracht. Nicht? Ich habe einen Schiedsrichter einen Tritt gegeben, ich habe darfst immer noch nicht. Und er hat einen Elfmeter gegeben und wir waren alle der Meinung von nicht. Und meine Kollegen haben gesagt, das war kein Elfmeter. Und ich habe mir gedacht, mir hört er sicher nicht zu, ich probiere was anderes. Und ja, interessant. Aber jetzt habe ich natürlich auch viele Jugendliche zuschauen. Ich bin nicht stolz drauf. Aber es ist ein Grund, dass ich hier sitze, weil ich bin 8 Monate gesperrt worden und da bin ich nach Österreich geflüchtet. Ich bin kein so großer Fußballausgänger. Deine aktive Karriere ist lang beendet. Du bist jetzt sozusagen im Trainerstatus, hast aber keinen Verein, den du trainierst gerade. Aber wirst du wieder irgendwann einen Verein trainieren? Ich habe es nicht vor. Nein. Warum nicht? Na, das ist die heutzutage. Weißt du, was der schwierigste Gang ist? Den Gang zum Sponsorenclub, zu den VIPs. Die glauben, sie kennen sich aus, aber es gehört, sie zahlen Geld ein und halten den Mund. Weil die wollen dann diskutieren, warum der Ajan Robben den Elfmeter schießt. Weißt, das ist immer so. Wenn der trifft, dann rennen sie alle Polonaise. Und wenn der verschießt, der Junge verdient 5 Millionen, der wird nicht umsonst den Elfmeter verschießen. Und dann muss man als Trainer mit den Leuten diskutieren und weißt. Bist du eigentlich, wenn du Holland spielen siehst, für Holland noch immer oder bist du inzwischen nur noch für Österreich und freust dich über Alaba? Na, ich bin jetzt länger in Österreich, als was ich in Holland war. 27 Jahre in Österreich, 22 Jahre war ich in Holland. Wieso lernen die Holländer eigentlich nicht richtig Deutsch? Das ist ja
Es ist dieser Rudi Carrell-Sound, der bezaubernd ist natürlich, wirklich. Deswegen bist du ja auch so beliebt. Aber es ist immer wieder frappierend, dass die Holländer haben es nicht drauf, oder? Es bleibt immer wieder. Es ist schön, verstehe mich nicht falsch. Aber ich habe einen Deutschlehrer gehabt, das war der Andreas Ogris. Okay. Ja. Über Dancing Stars bist du auch bei nicht fußballaffinen Menschen bekannt geworden. Du bist dort Zweiter geworden, glaube ich. Wer hat gewonnen in der Staffel? Petra Frey. Wer ist Petra Frey? Na, aber ganz Sängerin ist es, oder? Ja. Schlagersängerin. Schlagersängerin und du bist ganz tolle Dancer. Ich war für dich die ganze Zeit, weil ich immer fand, A, hast du den viel schöneren Körper als sie. B, fand ich das total souverän, weil du nicht so viel getan hast. Ich fand, das war cool, weil du sehr wenig dich bewegt hast. Wir haben einen Ausschnitt, wo man sieht, dass deine Partnerin völlig verschwitzt war am Ende, du aber staubtrocken. Frankie Schinkels bei Dancing Stars. Ist das nicht bezaubernd? Wow. Bezaubernd, aber anstrengend war es nicht. Aber du würdest rückblickend sagen, dass das eine sehr, sehr schöne Zeit war bei Dancing Stars? Ja. Ja? Ja, sehr, sehr spannend gewesen. Ich habe am Anfang geglaubt, meine Frau war strikt dagegen, weil die hat uns schon in Scheidung gesehen oder drei Kinder wieder daheim. Ja, du hast viele Kinder, du bist sehr potent auch. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Und, du hast jeden Tag Sex, stimmt das? Na jo, mit dir jetzt allein oder mit anderen auch? Na, lass ihn doch. Nein, aber Dancing Stars war wirklich spannend. Und es war neu. Aber du, ja, ja. Nein, ich kenne deine Frau. Ich kenne deine Frau. Deine Frau ist sehr bezaubernd. Und du würdest sie niemals gegen Petra Frey oder mit wem du da getanzt hast tauschen. Das ist klar. Außerdem bist du, glaube ich, ein sehr feinfühliger Mensch. Ich habe ein wunderbares Zitat gelesen. Du hast gesagt, du bist so sentimental. Du kannst bei einem Tierfilm weinen, wenn eine Wespe stirbt. Oder wenn die Biene Maya ein verletztes Knie hat, dann weinst du. So ein Mann kann auch seine Frau gar nicht betrügen. Bist du nah am Wasser gebaut, Frankie? Aber das stimmt ja nicht ganz. Mein Vater sticht den Gersen zweimal, er nimmt den Gersen in der Hand und lasst ihn raus. Bei mir ist es gleich so. Echt, dein Vater rettet Gelsen? Der Tierliebhaber Nummer 1, Dr. Doolittle von St. Pölten. Echt? Aber das habe ich ja noch nie gehört, dass man Gelsen rettet. Ja, doch, ich kenne Leute, die... Also er lässt die Gelsen zuerst stechen und dann rettet er sie? Nein, aber wirklich, der ist so tierlieber. Ein Biene, weil wir hucken alle bei der Grillerei so und er fängt und geh mal. Maya, flieg und sing. Und du hast deinen Vater nach St. Pölten geholt und hast ihm mit deinem letzten Geld ein Haus neben dir gebaut. Ein letztes Geld, aber... Mit dem vorletzten Geld. Mit deinem Geld. Nein, aber mein Vater ist nach dem Schicksal mit dem Tod von meiner Frau bei mir geblieben. Ich bin sein einziger Sohn und er hat gesagt, Junge, jetzt brauchst du mich, jetzt bleibe ich bei dir. Und jetzt ist es ihm dreckig gegangen. Da habe ich gesagt, jetzt bleibe ich bei dir. Und dann baue ich dir eine kleine Hütte. Mein Vater ist 1,22. So das Haus ist ein bisschen größer wie bei Minimundus. So das kostet nicht so viel. Aber wieso wohnst du nicht in Wien? Na, Wien ist mir, das macht mich deppert mit dem Autofahren. Da wäre ich krank. Weil da huckst du im Auto oder kriegst du einen Sonnenbrand, solange stehst manchmal. Aber hast du so wie alle Holländer einen Campingwagen hinten dran? Nein, du kannst doch ganz normal, ganz normal fahren. Lass uns noch mal kurz über den anderen Frankie Schinkels, den Nicht-Fußballer sprechen, den Entertainer. Man munkelt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich glaube, der Chef Wrabitz ist heute hier, der könnte Näheres sagen, dass Frankie Schinkels eine Sendung im ORF bekommt. Kannst du uns da was sagen? Ob